Es ist wieder Zeit für Fertig los, die Berliner Wasser luden zu einem neuen Schwimmwettkampf, dem inklusiven Wettkampf, ein. Ich habe mich ungefähr 3 oder 4 Wochen auf diesen Wettkampf vorbereitet, jeden Donnerstag und Freitag. Ich mache das nur als Hobby. Wir wissen das seit einer geraumen Zeit, dass wir jetzt hier schwimmen wollen. Und wir trainieren einmal in der Woche und da haben wir uns natürlich darauf vorbereitet mit Starts und Wenden. Das ist so die wichtigste Sache. Und der Rest kommt eigentlich ganz von allein bei den ganz Kleinen. Ich war überrascht von einigen jüngeren Sportlern, erste, zweite Klasse, wie gut die das schon können. Und grundsätzlich haben sich eigentlich alle Sportler ganz gut präsentiert. Ob professionell oder doch nur als Hobby nebenbei, genau diesen Mix an Schwimmerinnen und Schwimmern wollten die Berliner Wasserratten im Kombibad in Wedding aufeinandertreffen lassen. Das Besondere an dieser Veranstaltung ist, dass sie relativ locker vonstatten geht. Wir sehen das hier mit den Wettkampfregeln nicht ganz so eng. Und deshalb ist das auch bei uns so sehr beliebt. Dass hier so viele Leute sind, weil das macht, ist ein bisschen aufregend. Dass hier halt mal was Neues ist, nicht immer die gleichen Vereine. Gerade für unsere Kinder, unsere Kleinkinder, die sonst nicht an solchen Wettkämpfen teilnehmen können, für die ist es ganz wichtig, dass sie hier mal einfach bei einer solchen Veranstaltung teilnehmen können. Es ist wirklich eine schöne Erfahrung und dass sie auch mal gegen andere Vereine und andere Kinder schwimmen und nicht nur immer gegen sich selbst. Genau, denn auch mal gegen neue Gegner zu schwimmen ist auch mal spannend, denn beim inklusiven Wettkampf ging es hauptsächlich darum, dass Sportlerinnen und Sportler, die noch nicht im Wettkampfgeschehen drin sind, auch mal sehen, wie sowas abläuft. Momentan ist es im Schwimmen nicht einfach, alle Kinder, die schwimmen wollen, bei einer Wettkampfveranstaltung unter einen Hut zu kriegen. Aber dafür ist diese Veranstaltung eigentlich ganz gut geeignet. In verschiedenen Disziplinen konnten sich die Schwimmerinnen und Schwimmer aneinander messen. Vom Brustschwimmen über Rücken bis hin zu Freistil. Für jeden auf jeden Fall etwas dabei. Wir haben ein Mädchen mit einem zweiten Platz. Und ansonsten haben wir Kinder, die sich so im Mittelfeld ganz gut tummeln. Und damit sind eigentlich alle zufrieden. Wie es sich zu einem Wettbewerb gehört, wurden auch hier fleißig Urkunden und Medaillen verteilt. Klein und groß und vor allem die Berliner Wasserratten freuen sich schon auf den zweiten Wettkampf dieser Art am Ende des Jahres. Den Kindern hat es Spaß gemacht, also ein voller Erfolg.